Letztes Vorrundenspiel in Gruppe D zwischen Italien und den von Sascha Djordjevic trainierten Serben geht es um den Gruppensieg und eine gute Ausgangsposition für die Zwischenrunde, wo es dann gegen Spanien und Puerto Rico gibt. Bei den Serben findet Bogdan Bogdanovic, einer der Anwärter auf den MVP-Titel bei dieser WM, ganz früh seinen Rhythmus, trifft alleine im ersten Viertel 3 Dreier. Und die Italiener, die leben von solchen wilden Würfen wie hier von Marco Bellinelli. Ihr Superstar hält die Italiener am Leben und die Serben, die spielen dann immer wieder über die Großen, vor allem über Nikola Jokic, ihren Superstar oder vielleicht eher einem ihrer Superstars. Bogdanovic macht einfach fröhlich weiter, Scheibenschießen vom so treffsicheren Serben. Die Serben können sich immer wieder absetzen, so auf etwa 10 Punkte. Aber Bellinelli trifft weiter aus allen Lagen, ob einbeinig, zweibeinig oder wie auch immer. Die Endphase der ersten Hälfte, Ballverlust der Italiener. Und dann geht es schnell. Bogdanovic, Coast to Coast, es geht auch so. Zur Pause eine 8-Punkte-Führung für die Serben, für einen der großen Favoriten bei dieser Weltmeisterschaft. Die Italiener erlauben sich dann direkt nach dem Seitenwechsel diesen einfachen Fehler durch den ansonsten starken Daniel Hackett. Und wieder ist es Bogdan Bogdanovic, der auch defensiv einige wichtige Aktionen für seine Mannschaft hat. Die Italiener angetrieben von Bellinelli und Gallinari. Die beiden kommen gemeinsam auf 41 Punkte. Und die Italiener, die kommen noch mal ran. Nach diesem Gallinari-Dreier bis auf 2 Punkte im dritten Viertel. Emotionen da auf der Bank. In der Folge kann sich Serbien aber wieder weiter absetzen, weil auch einfach von der Bank immer wieder immense Klasse reinkommt, unter anderem Bjelica. Wir sind im vierten Viertel. Die Serben verwalten ihren Vorsprung und fangen dann an, richtig aufzudrehen. Das dritte Viertel, sehr mau in der Offensive. Im vierten läuft es wieder besser. Vor allem, weil Bogdanovic jetzt wirklich seinen Rhythmus findet. Und die Italiener, die machen weiter fleißig Fehler. Lucic mit dem Dank nach dem Fast Break. Hinten raus kommt dann die große Zeit von Bogdan Bogdanovic. 31 Punkte macht er am Ende. Ist damit Topscorer. 5 Steals, 5 Assists. 3 so hohe Zahlen in diesen 3 Bereichen hat seit der WM 1994 kein Spieler mehr gehabt. Die Serben gewinnen also dank Bogdan Bogdanovic auch ihr drittes Spiel, gehen ungeschlagen in die Zwischenrunde. Die Italiener müssen sich geschlagen geben, müssen nun gegen Spanien und Puerto Rico gewinnen. Jedes Spiel live und kostenlos für alle.